Ja, Herr Freisel, die ersten Wochen in Sandhausen sind schon vorbei. Wie sind denn so Ihre ersten Eindrücke beim neuen Verein? Ja, total positiv. In allem eigentlich wirklich positiv überrascht. Mannschaft, Mannschaftsklima, Trainingsbedingungen hervorragend, wirklich. Also ja, der Umgang miteinander, der Umgang im ganzen Verein ist großartig, sehr vorbildhaft. Und ja, kann nur sagen, dass ich mich vom ersten Tag an wirklich wohlgefühlt habe und ja, richtig coole Geschichte hier. Sie haben in der vergangenen Saison in Rumänien gespielt. Wie groß ist denn jetzt so die Umstellung auch vom Niveau hier in den ersten Wochen? Vom Niveau her, ich möchte jetzt gar nicht da großartige Unterschiede erkennen, sondern einfach die Art und Weise, wie Fußball gespielt und auch gelebt wird, ist natürlich unterschiedlich. Ja, also da würde ich einfach so Feinheiten im Fußball, in der Fußballkultur erkennen, beziehungsweise auch speziell, was ich zu Beginn angesprochen habe, im Umgang, der war dort bedeutend rauer und auch weit nicht so familiär wie hier. Und natürlich ist es auch ja, mal ganz nett, dass die ganze Mannschaft Deutsch sprechen kann und dass sich jeder mit jedem unterhalten kann. Das fördert das Ganze natürlich zusätzlich. Mit Stefan Kulowitz ist ja auch ein Landsmann von Ihnen hier, schon lange im Verein, schon eine Vereinslegende. Hat er Ihnen auch die Eingewöhnungszeit so ein bisschen vereinfacht hier? Ja, insofern, weil er immer für Fragen offen war, weil er immer zur Verfügung gestanden hat, weil er mir auch bei der Wohnungssuche geholfen hat, war definitiv ja, erleichternd und auch ganz nett, wenn ich das ein oder andere Wort mal im Dialekt sprechen kann und mich das da auch nicht anpassen muss. Ja. Haben sich die Kollegen denn schon beschwert wegen dem Dialekt? Ich muss sagen, nach den ersten 3-4 Tagen Anlaufzeit habe ich die hochdeutsche Sprache relativ intus gehabt. Insofern hat es jetzt keine großen Beschwerden gegeben, aber ich muss mich schon etwas konzentrieren, muss ich sagen. Die zweite Liga ist ja dieses Jahr sehr hochkarätig besetzt. VfB Stuttgart, HSV, der KSC kommt hoch, Hannover 96. Auf welches Spiel freuen Sie sich denn am meisten? Am meisten auf Stuttgart zu Hause wahrscheinlich, weil es ja, ein Spiel mit Derby-Charakter ist, ein Verein, der jetzt ja, in der Bundesliga auch von den Zuschauerzahlen her ganz vorne angesiedelt war. Und ich denke, dass das Spiel sicher ausverkauft sein wird. Aber grundsätzlich ja, hat die ganze zweite Liga so einen halben Bundesliga-Charakter, speziell dieses Jahr, muss man echt sagen. Insofern ja, sind da richtig coole Partien dabei und freue mich auf jedes Spiel. Wie sehr haben Sie die zweite Bundesliga auch schon verfolgt, so aus der Ferne? Ist das ein österreichisches Thema? Es sind ja viele Österreicher, die in der zweiten Bundesliga spielen. Ja, sehr intensiv, weil ja über Sky natürlich alles übertragen worden ist nach Österreich beziehungsweise auch zu mir nach Rumänien. Und ja, kannte die zweite Bundesliga schon relativ gut und ja, habe immer wieder auch ein Auge auf Sandhausen gehabt, eben weil mit Kulowitz ein Österreicher hier gespielt hat. Ja, ich kenne die Liga. Mit welchen Zielen gehen Sie denn in die neue Saison? Ja, ich denke, wir haben jetzt noch ein Trainingslager, wo wir sicher auch als Mannschaft noch die Ziele definieren werden. Ich bin der Überzeugung, dass wir eine bei weitem bessere Rolle spielen werden als letzte Saison. Und ja, unser Ziel muss sein, ganz klar nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Ich denke, in diese Richtung werden wir uns sicher auch aufstellen können. Und ja. Und für Sie persönlich, ist das Thema Nationalmannschaft so ein Fernziel von Ihnen, wo Sie sagen, da will ich angreifen? Ja, auf alle Fälle. Also wenn du als österreichischer Torhüter in Deutschland spielst, und man die, ja, die Torhüter-Situation in Österreich betrachtet, muss man sagen, ist ganz klar das Ziel da, keine Frage. Aber ja, Papier ist geduldig, sage ich mal. Zuerst gehören die Leistungen am Platz nicht nur gebracht, sondern auch immer wieder bestätigt. Dann kann das eventuell auch zum Thema werden.